was jetzt schon? Hab ich nicht gerade eben noch durch ein gemeines Taschenloch meinen Einkaufsgroschen verloren? Hab ich nicht gerade noch ganz sacht wieder eine 5 nach Haus gebracht in einem F volle Seelsorgen? Die große Liebe gestern war's unter den Augen all der Stars an den Wänden in meinem Zimmer. Die Taschen leer und der Kopf voll Mädchen und Songs und Rock'n'Roll. Und wir dachten, es ist für immer 50, ja wohl schon. Und ein Kopf kleiner als mein Sohn. 50, was jetzt schon? Splittert jetzt hier und da der Lack, bin ich jetzt auch so ein alter Sack, zu dem ich und meine Gefährten jeden, der über 20 war, gnadenlos stempelten und gar zum Zausel und Scheintod erklärten. Rieselt in meinem Hirn der Kalk, hat aus dem Nacken sich der Schalk verkrümelt, frag ich mich beklommen. Hat meine Jugend über Nacht sich leise aus dem Staub gemacht? Und ich hab's gar nicht mitbekommen. 50, eher wohl schon, die reifere Generation. 50, was jetzt schon? Und auch ein großer Optimist weiß, dass dies nicht die Halbzeit ist. So schnell, denk ich, ging das verwundert. Und manchmal schmunzel ich in mich rein. Wie kann man noch so ein Kindskopf sein, wie ich mit dem halben Jahrhundert? Doch ob man alt ist oder nicht, steht nicht auf Hintern und Gesicht und deren Falten mit den Jahren. Mancher ist schon als Kind senil und junge Greise kenn ich viel, die längst schon mit Hut Auto fahren. 50, was jetzt schon? Und immer noch Opposition. Da ist sowas wie Dankbarkeit, mit einem Lächeln seh ich weit im Zeitraffer über mein Leben. Es ist okay so, ja ich denk, die gute Fee hat ein Geschenk an meine Wiege abgegeben. 50, ja wohl schon, na herzliche Gratulation.